Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge Democracy for Beta mittlerweile, Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Und für die, die neu sind tatsächlich, ich sehe, es sind ein paar Zuschauer mehr da. Ich habe gerade ein bisschen was über Physik erklärt. Ich bin von Hause aus Physiker und Biochemiker. Romy ist Politikwissenschaftlerin. Und ich habe für Kanalpunkte, die ihr bekommt, wenn ihr länger guckt, dann also je länger ihr hier auf dem Kanal seid, desto mehr Kanalpunkte bekommt ihr und ihr könnt Kanalpunkte ausgeben für zum Beispiel Physik und dann erkläre ich irgendwas aus der Physik oder mache ab und zu auch mal ein Experiment. Genau, aber ansonsten spielen wir jetzt Democracy 4. So, Romy, die Beta ist raus, man sieht es hier oben. 1.127. Holen wir uns mal Deutschland auf schwer hervor und guck mal, ob wir uns noch dran erinnern. Oder willst du was Neues anfangen? Das finde ich, jetzt müssen wir da durch. Ja, finde ich auch. Also das sollten wir jetzt noch durchziehen. Auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, wie wir von dem Schuldenberg runterkommen. Ja, so. Das wird vielleicht. Wir haben endlich Obesity hinter uns gebracht. Das heißt, wir haben die Fettleibigkeit überwunden. Wir haben ein Problem, das vor uns steht, nämlich die Tax Evasion, dass also Menschen versuchen, den Steuern, die wir bei uns im Land haben, auszuweichen. Aber schön gesagt. Ja, aber das steht erst noch kurz bevor. Das steigt langsam an, aber so weit sind wir noch nicht. Und wir haben ein Dilemma hier vor der Brust direkt mal. Das gucken wir uns auch mal direkt an. Also Torture Deportation. Polizisten haben einen Betrüger verhaftet, der in unserem Land illegal ist. Unter normalen Umständen würde er in sein Land abgeschoben, aus dem er kommt. Der Mann sagt allerdings, dass in seinem Heimatland es möglich ist, dass er gefoltert werden würde. Und wir können uns jetzt entscheiden, ob wir ihn abschieben. Weil der Mann hat niemanden zu beschuldigen außer sich selbst. Er war hier illegal, hat ein Verbrechen begangen, selber schuld. Oder dass wir ihn hier behalten. Mit der Begründung, er ist halt kein Vorzeigebürger, aber er verdient es trotzdem nicht, gefoltert zu werden, weil Folter ist bei uns verboten und das ist ein Grund für Asyl. Diese beiden Dilemma haben wir. Und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde sofort sagen, keep him here. Geht mir ganz genauso. Also da bin ich ein Fan der Grund- und Menschenrechte. Ja. Die Patrioten finden es nicht gut, -8 in deren Überzeugung. Die Liberalen finden es gut, +2%. Und Compassionate, das ist eine Eigenschaft von uns, hat um 10% zugenommen. Da sollten wir vielleicht auch gleich nochmal draufklicken. So, wir sind noch 7 Runden bis zur nächsten Wahl. Wir spielen Deutschland auf schwer. Das heißt, der Regler für die Schwierigkeit ist volle Lotte nach oben gezogen. Und ja, wir haben sehr, sehr viele Probleme, mit denen Deutschland startet, schon abgestellt. Wir haben einige Vorteile, das sind die grünen Dinger hier. Können wir mal drauf gucken. Eine egalitäre Gesellschaft, da sind wir ganz weit nach oben gekommen, durch Bildung, Gleichheit und sehr, sehr geringe ethnische Spannung. Dann haben wir eine private Weltraumindustrie, die irgendwie am Start ist. Das tut unserer Wirtschaft auf jeden Fall gut. Vor allem unserem Bruttoinlandsprodukt wird dadurch gepusht um 3,8%. Und wir haben einen technologischen Vorteil. Da spielt die Säkularisation von der Bildung mit rein, aber vor allem unsere hohe Technologie. Und wir haben Probleme, und zwar Gig Economy, die ist am Absinken, das sehe ich sehr, das ist wirklich sehr, sehr schön, dass die Gig Economy absinkt.
Wir haben das Problem, dass dass wir eine nicht kompetitive Wirtschaft haben, nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Und wir haben immer noch eine Asthma-Epidemie, könnte man sagen. So übersetze ich das gerne. Da sind wir schon sehr weit runter. Wir müssen unter den Grünen, unter den Stop-Trigger damit kommen. Und im Moment haben wir Internetkriminalität. Die stagniert auch, aber kurz davor, dass es vorbei ist. Und wenn das vorbei ist, können wir auch die Intelligence Services abschaffen. Nicht abschaffen, sondern weniger Geld hineinpumpen. Und wir haben echt ein Defizit von 105 Milliarden Euro. Also hier oben ist die englische Schreibweise. Billion heißt Milliarden, Million heißt Millionen, Trillion heißt Billionen. Ja, unser Defizit ist krass. Aber unser GDP, also Bruttoinlandsprodukt, steigt wieder. Die Weltwirtschaft erholt sich gerade ein bisschen. Also ganz leicht geht es wieder nach oben. Das heißt, wir sind gerade, mit der Weltwirtschaft ist es gerade ziemlich niedrig. Das heißt, wir sind aus einer guten, in einer guten Startposition. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, die Zinsen runterzubekommen. Also wir haben momentan ein relativ schlechtes Zinsrating. Ja. Und du wirst bestimmt nochmal, also gehe ich davon aus, diese Übersicht mit unseren Einnahmen und Ausgaben irgendwie zeigen. Und da sieht man, dass ein ganz großes Problem unserer Wirtschaft im Sinne von Einnahmen und Ausgaben tatsächlich die Belastung durch die Kredite ist. Also da sind einfach die Zinsen momentan viel zu hoch. Ja, hier sehen wir es mal. Das sind unsere Ausgaben. Hier haben wir 21% sind einfach nur die Zinszahlungen für unsere Schulden, die mittlerweile 4,3 Billionen Euro sind. Und der zweite ist die Pension. Aber die Zinsen sind der größte Batzen, den wir an Ausgaben haben. Und was die Einnahmen angeht, Einnahmen ist halt das Leihen ist der größte Batzen, den wir hier aufnehmen. Weil das ist unser Defizit. Den müssen wir runterkriegen. 34% unserer Einnahmen leihen wir, damit wir alles umgesetzt bekommen. Ich war auch so ein bisschen überrascht, dass das zentrale Problem wird, wenn man Deutschland auch schwer spielt. Ich habe irgendwie gedacht, dass da super viele Probleme kommen, politische Debatten oder so. Aber nein, es ist das Geld, an dem Cliff in der Programmierung des Spiels gearbeitet hat. Nee, ich glaube nicht, dass das zwangsläufig daran liegt, was Cliff hineinprogrammiert hat. Ich glaube einfach, dass wir durch unsere Diskussionen tatsächlich dafür gesorgt haben, dass wir sehr, sehr gut und ausbalanciert Gesetze eingeführt haben und auch an ihnen gesteuert haben, dass wir sowohl eine hohe Zustimmung haben, ich meine, wir haben unsere Umfragewerte sind im Moment bei 99,9. Das ist nicht von schlechten Eltern. Wir haben sehr viele Nur ganz kurz von denen, die wählen gehen. Wir hatten eine relativ hohe Nichtwählerquote bei der letzten Wahl. Das stimmt, ja. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Probleme erledigt und wir haben positive Vorteile bekommen. Also ich bin auch ganz optimistisch, weil das Geld, was wir investiert haben, haben wir eigentlich relativ nachhaltig investiert. So, dass ich hoffe, dass wir das heute so ein Stück weit entspannen können. Aber ich weiß. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall für Umfragewerte jetzt nicht so richtig Gedanken machen. Das heißt, wir können tatsächlich vielleicht mal, das wäre vielleicht eine Sache, die wir anfangen könnten, dass wir jetzt noch krasser, ohne auf Umfragewerte zu gucken, den Haushalt sanieren. Wäre ein Ansatz. Können wir gerne machen. Wir werden wir haben so viele einzelne Zielgruppen, die uns nur so bedingt mögen oder auch gar nicht mögen. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt den Haushalt in den Mittelpunkt stellen, dass wir es uns jetzt auch nicht weiter verscherzen mit den Wählerinnen und Wählern. Tja. Eine Sache wollte ich noch mal kurz gucken. Wir haben Wahlversprechen gemacht, um die wir uns noch nicht gekümmert haben. Wir haben
Secularity of Education, also das hier. Da brauchen wir 36, um das umzusetzen. 36 politisches Kapital haben wir nicht. Im Moment haben wir 19. Und dass wir unser Term Limit, also dass wir quasi nicht mehr unendlich viele, unendlich lange an der Macht bleiben können, sondern dass wir nur noch 5 Wahlperioden regieren können, dass wir das runtersetzen hier auf diesen Bereich. Das haben wir versprochen. Ja, das könnten wir auch eigentlich gleich machen, oder? Das könnten wir eigentlich gleich machen und gucken, was dann passiert. Also damit geht Demokratie und Liberalität in unserem Land verbessert sich dadurch. Also dafür haben wir ja jetzt gerade das Kapital. Also dann setze ich das jetzt mal um. 15. Dann haben wir das erfüllt. Ich gehe nochmal drauf. Manifesto. Okay, irgendwas setzt da nicht richtig um. Auf jeden Fall haben wir das jetzt erfüllt. Wir haben noch 4 übrig. Ja, nächste Runde, weil wir müssen was ansparen. Wir kriegen 19, wir können bis zu 38, wir brauchen 36. Schaffen wir jetzt mit der nächsten Runde nicht, aber dann machen wir jetzt einfach mal nächste Runde. So, die Situation Real Estate Bubble steht uns vor der Brust. Ist noch nicht so, dass es losgeht, aber kurz davor. Und wir haben wieder ein Dilemma. Merger. Eine große Internetfirma hat angekündigt, dass sie ihren größten Konkurrenten aufkaufen möchte. Diese Verschmelzung, oder wie man das auch nennt, benötigt das Okay von der Regierung, also von uns. Wenn es durchgeht, dann wird dadurch entsteht dadurch die größte Firma in unserem Land. Wir können das erlauben. Oder wir können es blocken. Erlauben, dem steht eigentlich nichts im Weg. Globaler Market, bla bla bla. Und blocken ist die Begründung, naja, die grundsätzliche Idee eines freien Marktes beruht auf Wettbewerb. Und wenn wir dann quasi einen Monopolisten im eigenen Land schaffen, ist das eventuell nicht gut. Also ich würde hier... Ich bin, was das angeht, tatsächlich auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich tendiere zum Blocken, weil das Argument mit dem die Konkurrenz dadurch wegnehmen, ist halt für mich ein stechendes. Wir wissen halt leider Gottes nicht so viel über dieses Unternehmen. Also wir wissen, dass es eine große Firma ist, Internetfirma, was auch immer das bedeutet. Ja. Die mit ihrem größten Konkurrenten zusammengehen will, von dem wir auch nicht wissen, wo dieser Konkurrent eigentlich sitzt und wie das denn da alles funktioniert. Ich bin auch zwiegespalten, weil natürlich hier für mich auch sich die Frage stellt, wofür blocke ich das jetzt gerade? Können die kleinen Unternehmen und die GewerkschafterInnen bei so einem großen Internetkonzern denn dann, der ja weltweit agiert, tatsächlich die Hauptzielgruppe sein dieser Entscheidung? Allerdings bin ich halt dennoch all in for small business und glaube auch, dass Wettbewerb super wichtig ist. Dann sind wir uns einig und wir blockieren. Genau. Die Selbstständigen finden es gut, so wie du es auch gesagt hast, Kapitalisten -3, ja, und die Gewerkschafter finden es auch gut. Schön. So, gucken wir mal, wo wir dann jetzt stehen. Wir haben jetzt 23, Gig Economy ist wieder leicht gestiegen. Unsere nicht kompetitive Wirtschaft hat einen großen Sprung getan. Ich sehe nicht, woran das liegt. Vielleicht an unserer Entscheidung, die wir gerade getroffen haben. Die Asthma-Epidemie ist gleich geblieben, die Internetkriminalität stagniert auch. Ich würde gerne nochmal auf 2 Sachen eingehen, die gerade im Chat geschrieben worden sind. Und zwar einmal die Frage, ob den Staatsschulden nicht egal sind.
Ich glaube, da streiten sich manchmal so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, Staaten können ja sowieso nicht, können ja grundsätzlich nicht pleite gehen. Geht ja irgendwie immer weiter. Und auf der anderen Seite, und das sehen wir ja auch in dem Spiel, wenn man sehr, sehr viele Schulden hat und es keine Möglichkeit gibt, dies abzuwirtschaften und immer wieder neue Kredite aufnehmen muss, hat man kaum mehr Spielraum, überhaupt noch irgendwas zu tun. So dass man mehr oder weniger aufgefressen wird von seinen eigenen Schulden. Das kann im Staat natürlich auch passieren. Und damit Staaten wieder an frisches, neues Geld kommen, kann es entweder international eine Vereinbarung geben, dass es beispielsweise einen Schuldenschnitt gibt. Das kennen wir ja manchmal auch aus dem Privatbereich, dass einfach dann noch Schulden erlassen werden. Das können Staaten auch machen. Wenn oder ein Teil der Schulden wird erlassen oder es wird umgeschuldet oder wie auch immer. Aber so oder so, das Problem ist erstmal da. Bis irgendwer, bei dem man Schulden hat, dann sagt, okay, wir kriegen das vielleicht anders gelöst. Und so lange hat man halt ein Problem, seine ganze Wirtschaft am Laufen zu halten. Und dann komme ich auch schon auf das, was Horsti im Chat sagt, nämlich der humorige Spruch, Internet heißt doch, dass sie keine Steuern zahlen. Ja, das ist tatsächlich ein volkswirtschaftliches Problem. Und zwar ein internationales volkswirtschaftliches Problem, für das es noch keine Lösung gibt. Wie man es schafft. Ja? Ja, dieses Spiel hat eine. Ich habe so ein bisschen auch die Beta-Version angetestet, damit ich und ich habe mich halt umgeguckt, ob sich wirklich noch viel geändert hat, jetzt, wo das Spiel auf Steam verfügbar ist. Und ich habe dabei festgestellt, dass es sehr, sehr vergleichbar ist zu der Alpha, die wir auch schon kennen. Allerdings haben wir hier eine Internetsteuer. Mhm. Wo tatsächlich, also ich meine, sowas wurde ja auch in Frankreich schon diskutiert und auch eingeführt, dass die haben eine eigene Internetsteuer für so Konzerne wie Facebook, Amazon und so weiter und so fort. Wenn mich nicht alles täuscht, aber das ist gefährliches Halbwissen, muss ich ganz ehrlich gestehen, was da aus mir spricht. Aber ich meine, Frankreich hat sowas Ähnliches gemacht. Also, dass Firmen nicht einfach sagen, ja, wir sitzen, keine Ahnung, auf den Kaimaninseln und oder in den USA und wir haben eine Außenstelle da, aber wir zahlen halt keine Steuern und bla bla und hast du nicht gesehen, sondern dieses Gesetz soll genau diese Hightech-Firmen, die diese Sachen machen, also es soll nicht das Internet selbst besteuern, sondern greift diese Firmen an. Dafür ist es Design. Da bin ich mal drüber gestolpert, als ich mal so eine kleine, für mich privat, eine Schnellklickrunde gemacht habe, weil ich habe irgendwas gesucht, was direkt auf Internet-Crime wirkt und da habe ich das hier, das Internet-Tags gefunden und habe halt dann gesehen, dass es halt auf diese Firmen, die Horst ja auch im Chat ansprach, dass es genau auf diese Sachen wirkt und dass es halt auch tatsächlich direkter Hebel ist, um Internet-Crime runterzudrücken. Bei uns wäre es so quasi in der Realität umgesetzt, wäre es halt eine europäische Herausforderung, wo man halt gucken muss, weil Europa ist halt, beziehungsweise die Europäische Union, als Wirtschaftsraum, als Wirtschaftszone. Und da wird auch momentan drüber diskutiert. Und viele andere Dinge, die dann irgendwie Steuervermeidungsgeschichten sind und Steueroasen, da sind auch gerade auch von Seiten der EU einige Maßnahmen unterwegs und ich glaube, in den kommenden Monaten werden einige Staaten die Cayman Islands sind mit dabei, werden ihre Daten offenlegen, sodass man tatsächlich auch nachvollziehen kann, wer denn da irgendwie sein Geld hat. Das war so latest News von gestern. Und dann wird es nachvollziehbar. Cool. Ja, das hier war mir nur aufgefallen, weil das auch sehr, sehr schön passt zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir haben jetzt 23 und das, was wir versprochen haben, wäre hier 36. Das heißt, uns fehlen 13 und wir kriegen mit der neuen Runde 19. Das heißt, wir kriegen 19, das heißt 42. Wir sollten noch 4 ausgeben für irgendetwas, damit wir das nicht überspannen und dann unser Wahlversprechen gemacht haben. Ich hätte jetzt gesagt, wir könnten mal in unsere Steuern reingucken, um da vielleicht was zu erhöhen. Ich schiele auf die Tabaksteuer.
Gucken, wie das ist. Oh, Race ist 8 leider. Kostet direkt 8. Das wäre zu teuer. Ja, aber die sollten wir uns mal aufschreiben. Ne, wobei, lass mich nochmal kurz rechnen. Wir haben 23. Das heißt, wenn wir 8 ausgeben, sind wir bei 15. Wir bekommen 19, dann haben wir 34, das reicht nicht, genau. Mhm. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil dann könnten wir eher Einnahmen generieren. Und dann lieber mit dem anderen noch eine Runde länger warten und in der Zwischenzeit uns darüber freuen, dass wir ein bisschen eher die Einnahmen aus der Tabaksteuer haben. Gut, dann machen wir mal Tabaksteuer hier oben an den Rand von 8. Das erhöht unsere Einnahmen um 600 Millionen. Immerhin. Und es hat Auswirkungen auf das Rauchen, natürlich. Und hilft hoffentlich bei der Asthma-Epidemie. Ich bin sogar am Überlegen, noch ein Stück höher zu gehen. Dann wird es uns 16 kosten, können wir natürlich auch machen. Nur dann sind wir wirklich weit entfernt, unsere Sachen. Also so, an diesen Rand? Naja, oder zumindest so, dass wir bei den 3 Milliarden Einnahmen sind. Irgendwie so. Ja, aber dann, wenn du sagst höher, dann würde ich tatsächlich auf die 3,5 gehen, hier oben. Also. Ich will jetzt auch nicht den Plan kaputt machen. Aber das Geld ist halt schon verlockend bei unserem Schuldenstand. Ja, genau. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich echt an die Grenze gehen. 3,51 Milliarden Euro Einnahmen. So, was haben wir? Wir haben da noch 7. Wir bekommen 19, das heißt, wir sind dann bei 26. Ja, wir können die 7 auch noch ausgeben. Wir müssen eh 2 Runden wieder ansparen. Worauf ich jetzt noch schielen würde, wäre Vielfliegersteuer. Eventuell. Ja, also im Flugbereich gibt es, glaube ich, noch so die ein oder andere Stellschraube. Ja. Auch so Kerosinsteuer und so. Ja, die haben wir schon ziemlich hoch. Vielflieger. Und wo haben wir das Flugbenzinbesteuerung? Müsste auch hier da. Fliegt hier rum. Die könnten wir auch. Oh, bringt gar nicht so viel, tatsächlich, erstaunlicherweise. Könnten wir auch noch hochsetzen. Ich finde es eigentlich ganz gut, die ein bisschen hochzusetzen. Okay, dann machen wir es mal auf dieses Level. Und dann. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass unsere staatliche Bahn noch genug Leute transportieren kann. Das stimmt. Das Einzige, wo ich sehe, dass wir noch hochgehen können, wären einmal die Steuererleichterungen für wohltätige Zwecke. Das ist jetzt keine Einnahme, sondern Ausgabe. Oder was ist das hier? Diverted Profit Tax. Also, dass Firmen geschätzt werden, was sie denn umgesetzt haben und nicht zwangsläufig das bewertet haben, was sie denn genau angeben. Da könnten wir auch noch hochgehen, das wird uns aber in die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft wahrscheinlich reinhauen auch, wenn wir da jetzt noch höher gehen. Ich glaube, ich würde es auch erst lieber so lassen wollen. Okay, sollen wir dann nächste Runde machen? Gerne. Aber was jetzt erstmal, unser Credit Rating wurde hochgesetzt auf B. Yay. Kapitalisten finden es gut, unser GDP steigt, Business Confidence steigt auch. Das ist ganz toll und wir sind immer noch es gibt einen regionalen Krieg in unserer Nachbarschaft. Das führt zu Flüchtlingen, das heißt, unsere Immigration geht hoch. Die Gruppe der Patrioten bekommt mehr Mitglieder. Das Vertrauen in unsere Wirtschaft sinkt und die Stabilität sinkt. Und wir haben Nachrichten. Es geht wieder um, diesmal ist es Olaf, der Probleme hat mit den
mit den Emissionsgrenzen für Autos und seine klassischen Autos. Diese Politik wollen wir aber eigentlich nicht anfassen, weil wir haben immer noch ein Problem mit, also nicht mit Luftverschmutzung, aber mit den Atemwegen unserer Bevölkerung. Okay, 22, das heißt, wir bekommen 19 jetzt in der nächsten Runde. Das würde uns... es würde uns reichen, um... Also wir können nur maximal 38 bekommen. Wir sollten an irgendeiner Stelle vielleicht nochmal 3 ausgeben. Oder so. Mhm. Dann könntest du vielleicht mal bitte in diese Politikvorschläge gehen im Bereich öffentliche Verwaltung. Public Services. Mhm. Und... Da haben wir nichts mehr, was so günstig ist. Schade. Die kosten alle relativ viel politisches Kapital. Wir könnten einfach nochmal, wo wir jetzt die Tabaksteuern hochgesetzt haben, könnten wir auch einfach mal eine Kampagne einführen gegen das Rauchen. Für 2. Und dann einfach nächste Runde machen und unser Wahlversprechen einlösen. Finde ich sehr gut. Okay. So, wo gehen? Lassen wir es so in der Mitte oder ruhig hoch rein? Ist jetzt die Frage, wollen wir weiterhin Steuern einnehmen oder nicht? Ja, dann lassen wir es eher in der Mitte, ne? Mhm. Weil das gibt schon einen Dämpfer. 50 Millionen mehr. Es läppert sich. Also. Ich auch. So, 20, nächste Runde sind wir bei 39, dann können wir unser Wahlversprechen einlösen. Wir haben noch 5 Runden. Sehr schön. So, eine Ministerin ist nicht sehr zufrieden mit uns. Sie möchte Diversity Quotas for Companies, also möchte, dass Minderheiten bevorzugt werden, also über Quoten in Firmen hineinkommen. So, verschiedene ethnische Hintergründe, Geschlechtergerechtigkeit und all solche Sachen kostet 22. Könnten wir jetzt machen, können wir unser Wahlversprechen wieder nicht einlösen und müssen nochmal 2 Runden warten? Ich finde, wir sollten erst das Wahlversprechen einlösen und uns dann nochmal diesen ganzen Wirtschaftsbereich angucken, weil ich glaube, dass da eh noch ein paar Dinge drin sind, die gut zu uns passen. Ja, so Tax Evasion ist wieder, die Gefahr ist da, aber wir sind noch ein bisschen davon entfernt. Und wir haben ein Dilemma. Stromleitungen. Wütende Bürger protestieren gegen den Bau von Hochspannungsleitungen durch ihre Dörfer und kleinen Städte. Diese Leitungen sind nötig, um unseren weiteren Ausbau in erneuerbare Energien zu unterstützen, weil irgendwie muss das der Strom geleitet werden. Wenn wir sie nicht bauen, ist es ein wirtschaftlicher Rückschritt. Aber wenn wir die Wünsche unserer Bürger ignorieren, wird das sie nur böser machen und mehr Leute auf ihre Seite ziehen. Und da ist jetzt, bauen wir die Stromleitungen trotzdem oder stoppen wir die Konstruktion? An der Stelle ist es immer so, dieses Dilemma gefällt mir gar nicht, weil ich würde... Ich meine, wir stehen jetzt vor der zweiten Wahl demnächst. Wenn ich so lange die Amtsgeschäfte einer Regierung führen würde, hätte ich dafür gesorgt, dass so ein Prozess in einem vernünftigen Dialogformat gemacht wird, sodass eine Alternative, also dass dass ein Kompromiss geschlossen werden kann. Dass wir eine Routenlegung finden, mit der alle Leute, die dann auch betroffen sind von sowas, okay mit sind. Also so einen Bürgerdialog anzustreben. Das finde ich grundsätzlich total gut. Wenn ich mir aber vorstelle, dass wir über Leitungen reden, die beispielsweise, ich greife das jetzt mal völlig aus der Luft, von der Nordsee nach Bayern gehen oder von der Ostsee oder von wo auch immer, dann müsstest du halt ziemlich viele Bürgerdialoge führen.
weil du ziemlich viele Bundesländer hast, durch die das durchgeht, mit unterschiedlichen Gesetzgebungen und mit unterschiedlichen Herausforderungen. Und von den Kommunen und den Leuten selbst haben wir noch nicht geredet. Also ist ein guter Punkt. Wären wahrscheinlich zwei Amtszeiten zu kurz für. Hast du recht. Möglich. Und mir gefällt aber übrigens dieses Dilemma auch nicht so richtig, weil es wird schon wieder, als gäbe es nur dieses Entweder-Oder. Ja. Und ich kann mir irgendwie immer noch nicht vorstellen, dass es gar keine zentralen Möglichkeiten gibt. Gar keine dezentralen Möglichkeiten der Stromerzeugung oder Stromgewinnung und Speicherung gibt. Also ja, okay, also das Dilemma, was das angeht, es hat einen sehr wahren Kern. Du sprachst ja an, die Leitungen von, die Stromtrassen werden sie ja generell genannt, von Norden nach Süden. Es ist einfach so, dass du diese Windparks in Norddeutschland und auch Offshore-Windparks, das sind einfach mal Äquivalente von, wenn du das zusammennimmst, von mehreren Kernkraftwerken. Also von mehreren sehr, sehr großen Kraftwerken, die da durch Windenergie, das muss irgendwie verteilt werden. Da braucht es tatsächlich diese Stromtrassen. Also tatsächlich hast du das Problem, dass selbst wenn du Bayern zupflastern würdest mit Solarzellen, na okay, wenn du Bayern zupflastern würdest mit Solarzellen, würde das vielleicht eine Stromtrasse ersparen, aber das will ja niemand. Also, ja, genau. Und das Problem ist... Wir sind ja auch noch nicht so weit. Nee. Wir sind auch noch nicht so weit, dass wir Städte haben, die energetisch saniert sind oder es neue Lösungen gibt oder so. Nee, Das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Und insofern, glaube ich, bleibt uns für überhaupt nichts anderes übrig, als diese Stromleitungen zu bauen. Ja, ich fürchte auch. Ich fürchte auch, also dass wir... hätte gerne eine bessere Idee, aber... Ja, ich bin da bei dir. Ich würde jetzt hier auf dieses hier klicken. Ja, jeder findet's doof. Farmer finden's richtig doof. Kapitalisten finden's großartig. Tja, ich klicke jetzt mal auf Weiter. Jetzt erfüllen wir erstmal unser Wahlversprechen. Jetzt die Frage, wollen wir so gerade das Wahlversprechen erfüllen, dass wir wirklich säkulares Bildungssystem haben und nicht nur einen Fokus auf die Wissenschaft, sondern wirklich säkular? Oder wollen wir noch höher gehen und die Religiösen mehr verärgern? Was aber den Liberalismus und den technologischen Vorteil nach oben setzt. Außerdem werden es ja weniger Mitglieder bei den Religiösen. Ja. Das heißt, wir verärgern potenziell weniger Leute. Auf lange Sicht. Auf lange Sicht. Und bei den Liberalen wiederum ist es genau andersrum. Und da wir ja die Trennung von Kirche und Staat bisher gut durchgezogen haben, finde ich... Gehen wir volles Met rein, es kostet uns auch nichts. Und dann ist unsere Schulbildung darauf ausgerichtet, dass wir atheistisches Weltbild vermitteln. Und Horst, ihr sagt auch, mach voll, jawohl. Dann setze ich das doch mal um. Okay, haben wir noch zwei. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.